wir können loslegen. Dann let's start. So, das Doofe dabei ist, diesmal habe ich ja gar nicht mal vorbereitet, was ich da schreiben könnte. Stimmt, ich auch nicht. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich auch nicht. Ich dachte mir so, oh, Gartenphones sind immer geil. Aber ist ja auch Zeitbegrenzung. Easy. Ah. Viel Spaß an die Person, die das zeichnen muss. So. Weihnachtsbaum mit Lametta. Das sollst du nicht vorlesen, du Horst. Du bist gemutet. So ein Honk. Unglaublich. Rufus, du Arschloch. Oh mein Gott, ey, ich muss nicht. Also muten wir uns oder hören wir uns alle gegenseitig weiter? Ja, wir hören uns. Ich war ja, nur dumm. Wir hören uns. Gut. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Gut, dass ich noch die Farben weiß, wer ist, ne? Ja. Ist doch egal. Ach so, nee. Ich bin lila. Ja, das ist mir bewusst. Ist schwarz. Du bist gelb, Emon ist grün und Freelancer ist blau. Ich bin grün. Hab ich doch gesagt. Ach so. Ich dachte, du hast gesagt, der Emon ist grün. Ja. Nee, Emon ist gelb, habe ich gesagt. Ich hab absolut keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Emon ist halt grün hinter den Ohren, aber sonst wo alles. Nein, keine Ahnung, was das hier ist. So. Keine Ahnung, wie ich das überhaupt malen soll. Dürfen wir auch schreiben? Wenn es jetzt nicht das genau, der genaue Wortlaut ist, sondern einfach nur eine Bildschreibung von etwas Gezeichneten, dann vielleicht. Oh Gott, okay, dann muss ich, dann darf ich das nicht schreiben, dann muss ich das. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht, Flui ist der beste Streamer und YouTuber des Universums, darfst du jetzt da nicht hinschreiben, Flui ist der beste YouTuber und Streamer des Universums. Okay. Darf man Namen schreiben, die kein anderer kennt? Bis auf die halt, die Insider kennen? Ja, also wenn da jetzt irgendwelche Insider dabei sind, dann darfst du schreiben. Gut, ich versuche das, ob das gilt, ich glaube nicht. Egal, ich versuch's trotzdem. Hallo? Hallo? Wir sind noch da. Ja, Rufus klang nach einem Hallo. Weil es geklingelt hat. Ach so. Du sollst doch nicht immer an alles gehen, was du willst. Das ist halt einfach nicht meine Witze. Nein. Weil du nicht lustig bist. Ich habe vorhin gute Witze gerissen. Okay, das Mann. Erkennt, glaube ich, keiner. Ich genau, wir brauchen ja, hallo! Was ist das denn? Okay, das kann ich nicht lesen. Also vorlesen brauche ich das jetzt nicht mehr. Ja, ob das jetzt passt oder nicht, das frage ich mir gleich das Bild. Oh. Nein, scheiße. Was? Hä? What? Okay, das ist lustig. Geht die Welt nicht mehr. So. Das war jetzt endlich mal was Schönes zum Zeichnen. Das wird sich zeigen. Nein, das ist sehr schön.
Vielleicht ist das so gut. Super, fertig. Los jetzt. Naja, für einige ist das halt komplizierter und für andere ist das einfacher. Ja. Weil ich denke mal, so ein Cards Against Humanity ist, glaube ich, für den ganzen Abend ganz gut. Also für nebenbei weiß ich nicht. Wieso nebenbei? Wir können das gar nicht nebenbei machen. Du musst mir hauptsächlich auch was anderes machen. Ja, ja. Aber Cards Against für den ganzen Abend, das ist auch dumm, weil die Karten sich wiederholen. Ja, aber weiß ich nicht. Vor allem, wie groß dein Deck ist. Genau. Oh fuck, ich habe vergessen, noch fertig zu drücken. Achso. What the fuck? Wieso? Wer war blau? Free. Free. Also Jan. Ich hoffe jetzt einfach mal, So, und dann alles schauen wir klar. Mal, was daraus geworden ist. Ich hoffe, du hast das nicht alles auf einmal eingestellt. Na, ich habe Anzeigemodus, machen wir manuell, Vorlesen machen wir an und Ausstellungsablauf machen wir vom Anfang an. Jo. Ja. Dann let's go bei Flui. Ich habe mir aus Weihnachtsbaum. Das hat Rufus das schon gesagt, dass er groß geworden ist. Zack. Finde ich. Und Freelancer? Einmal unglaublich. Ich wusste, dass Freelancer das geschrieben hat. Ich weiß nicht, warum ich das wusste. Und dann sagte ich dann, das ist lustig. Ja. Ein Tannenbaum mit Stern. Nicht kein Vogel. Warum kein hässlicher Tannenbaum mit unglaublichen blicken Stern? Naja, also hässlich war er ja nicht, ne? Oh, dankeschön. So, Rufus. FE33, Land 3, Erdbeer, träumt von Annabel Cappy. Okay, Geld. Wer ist übrigens Annabelle? Muss man die kennen? Das ist der Insider. Okay. Freelancer denkt an Annabelle. Da wollte ich eigentlich noch Geld hinschreiben, aber. Ja, und dementsprechend. Aber hey, das Mitte ist durchgekommen. Denkt an Annabelle. Tja, da denkt er schon seit 3 Jahren dran. Rufus flaniert ohne Gummi durchs Gummibärchenland. What the fuck? Ah ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt zeichnen soll. Gut. Und Ari, ich hatte auch nicht genug Zeit. Ja, und das ist... Rufus wird vom Harry... Oh, das war ich. Oh mein Gott, das war Harry, wo? Oh nein. Immerhin wird auf Rufus der Buch widerlich. Was soll? Oh Mann. Ich hab extra nicht diese Kugel gemalt und damit Rufus wird. Oh Mann. Rufus ist ein Genie. Ich hab keine Ahnung, wie ich das malen soll. So gar nicht. Einfach ein Wend zeichnen. Warum? Rufus ist Ingenieur mit einer dummen Kappe auf dem Kopf. Warum habe ich gar keine Kappe? Ich habe immer ein Ei auf dem Kopf. Ja, das ehrlich gesagt, das war irgendwie nicht so. Jawohl, ganz, genau so hätte man das zeichnen können. Rufus, ein 100%iger Imposter. Verwirrt den Ingenieur. Vulkanausbruch mit blauer Lava. Ja, das hatte ich. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Ey, das ist ein Witz. Das ist doch ein Vulkan mit blauer Lava. Ja, was für blaue Lava? Wo ist denn das für Lava? Das ist doch keine Lava. Natürlich blaue ist das Lava. Wasser. War klar, dass sowas kommt. Sieht aus. Geige oder Wasservulkan? Geige oder Wasservulkan? Ja, wer weiß.